Einsamkeit ist nicht nur schmerzhaft, sie schwächt sogar unser Immunsystem. In diesem Video stelle ich dir eine Idee für wirksame Maßnahmen gegen Einsamkeit vor. Konkret geht es um das Anti-Einsamkeitskonzept EASE. Bevor ich dir die vier Schritte aus diesem Konzept erkläre, möchte ich kurz noch auf den Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein eingehen. Wenn wir allein sind, dann ist das eine objektive Beobachtung. Niemand ist bei uns. Das muss aber nicht negativ sein. Dinge allein zu tun, für sich zu sein, Ruhe zu haben, nachdenken zu können und die eigenen Bedürfnisse mal in den Mittelpunkt zu stellen, all das kann etwas ganz Wunderbares sein. Einsamkeit ist dagegen immer negativ. Einsamkeit bedeutet, unter dem Alleinsein zu leiden. Wir können aber auch unter Menschen uns einsam fühlen, wenn wir uns zum Beispiel nicht verstanden und angenommen fühlen. Einsamkeit ist also ein subjektives Empfinden, dass wir zu wenig oder zu wenig gute soziale Kontakte haben. Eine Art sozialer Schmerz. Man kann Einsamkeit als ein Warnsignal ansehen, das uns darauf hinweist, dass wir etwas verändern müssen, dass wir etwas für unsere sozialen Beziehungen tun müssen, um nicht zu vereinsamen. Was kann man ganz konkret tun? An der University of Chicago ist das Anti-Einsamkeitskonzept EASE entwickelt worden. Die vier Buchstaben stehen für vier wichtige Aspekte. Das erste E steht dafür, dass man den Aktionsradius erweitern sollte. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass man nicht passiv wird. Deshalb sollte man im Alltag immer wieder dafür sorgen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Dabei kann es sich um ein kurzes Gespräch im Hausflur oder an der Bushaltestelle handeln. Oder man sagt zu einer Geburtstagsparty zu, auch wenn man da nicht viele Leute kennt. Oder man geht spazieren, man geht ins Kino und sorgt so dafür, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Das A steht dafür, dass man sich einen Aktionsplan macht. Am besten sorgt man dafür, dass man regelmäßig und planmäßig mit anderen in Kontakt kommt. Beispielsweise dadurch, dass man sich ehrenamtlich engagiert, dass man Teil einer Sportgruppe oder eines Chors wird oder dass man selbst eine Aktivität anbietet. Das S steht für Selektieren. Hier geht es darum zu unterscheiden, welche sozialen Kontakte eher eine kurze Ablenkung darstellen und welche das Potenzial haben, dass daraus eine tiefe, vertrauensvolle und echte Verbindung entsteht. Und auf die sollte man sich dann intensiver konzentrieren. Das zweite E steht für Erwartungen. Die Forscherinnen und Forscher empfehlen, dass man nichts erwarten sollte, wenn man mit anderen in Kontakt tritt. Und wenn, dann nur das Beste. Man sollte also offen und freundlich mit anderen in Kontakt treten. Meistens wird daraus zumindest eine schöne Begegnung entstehen, vielleicht sogar mehr. Wenn du magst, schreib gerne mal in die Kommentare, welche Tipps du noch gegen Einsamkeit hast. Du hast Lust auf neue Themen jede Woche? Dann abonniere doch einfach hier diesen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du kein neues Video. Über einen Daumen nach oben von dir würden wir uns sehr freuen. Und wenn du Fragen hast, dann lass uns doch einfach einen Kommentar da. Auch Themenvorschläge wären klasse. Und hier gibt es noch ein paar interessante Videos für dich. Bis nächste Woche, euer René.